Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt hinter mir irgendwo die Mathilde. Hallo, willkommen bei Planlos in der Höhle Teil 2. Genau. Oh, Kannibale. Hier bin ich. Hey! Alter, kommst du her? Zwei hast du sogar gleich, Mensch. So. Arschlöcher. So, hier müsste auch rechts gleich der Durchgang. Warte mal, hier oben sind Kisten. Könnte hier auch mal Dynamit sein. Ah, Tücher. Munition. Stock. Oh, Getränkekiste. Oh. Hast du okay, auch? Okay, ich kann nicht mehr tragen. Ich bin voll mit Zoom da. Ja, ich auch, aber ich kann ja eine trinken, weil... Kann ich ja, ich hab leider gerade erst Wasser getrunken. Alkohol. Nein! Lebst du noch? Ja, ich habe dir sogar nichts getan. Boah. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Hier ist aber auch ein Seil. Ja, ich nehme auch das Seil. Ja, das würde ich auch. Das wird da nicht ohne Grund sein. Oh, achso, hier hat noch jemand. Hier liegt noch einer. Hier liegt noch alte Pistolenmunition. Da hat sich jemand mit der Bibel hingelegt und ist verhungert. Er ist wohl auch. Hat wohl auch das Seil verpasst. Hä? So. Sind wir jetzt schon im unbekannten Bereich oder sind wir noch im... Nein, wir sind... Ach, ich sehe schon. Ist das jetzt die Stelle mit den Mutanten, den Großen? Möglich wäre es. Hallo, ist hier ein Mutant? Also auf jeden Fall ein Seil. Genau, da war die Kettensäge. Ah ne, da war der Kletterhaken. Kettensäge hatten wir nur schon nichts vorbei. Der Kletterhaken war da. Kletterhaken, jawohl. Ich überlege gerade, kann es sein, dass wir nicht weitergegangen sind wegen der Tauchgeschichte? Was Geschichte? Wegen dem Tauchzeug? Kann sein. Aber wir müssen hier erstmal zum Wasser. Okay, jetzt kommen wir langsam zum unbekannten Terrain. Ja, ich glaube, wir müssen tauchen, weil letztes Mal waren wir doch unten. Stimmt, auch da unten. Ja, unten waren wir auf jeden Fall, aber wir sind nicht getaucht. Aber dann gucke ich gleich erstmal, wie es mit meinen Sauerstoffflaschen aussieht. Ja, die wechseln wir vorher mal aus, bevor wir ins Wasser steigen. Oh, hier lag nochmal Schoki. Schoki? Ja, hier an der Seite. Schoki. So, ich habe mein Tauchgerät aufgefüllt. Genau, aber hier ist ein, also so ein bisschen scheinbar weitergegangen zu sein, aber nicht so wahnsinnig weit. Ja, warte, ich bin nur gar nicht so weit. Ich wollte die Leiterplatten mitnehmen. Immer alles mitnehmen. So, wie hast du die benutzen? Einfach und benutzen. Ich benutze dich, du Flasche. So, tragen. Ja. Ich schwimme jetzt erstmal oberhalb, damit ich meinen...
sicher, dass es. Achso. Nee, nee, ich schaue mich hier gerade erstmal um, aber erstmal oberhalb. Stimmt, hier ist ein Schlitz. Hier ist kalt. Hier komme ich nicht weiter. Hä? Yeah. Jetzt brauche ich mal. Ich glaube, die Ecke war es nicht. Ich dachte, es geht unten weiter, dabei ist es einfach hier oben, ist scheiß kalt. Ist hier auch scheiße kalt? Ja. Dann lass uns mal scheiße ein Lagerfeuer machen, oder? Ja. Bau du eins. Dann krieg ich auch gleich mein Kaninchen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich habe ein kleines Fleischstück auch aufgelegt. Ich finde, der Wasserfall ist richtig laut. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich dein Fleischstück gegessen. Du kannst mein Kaninchen essen. Das ist gut. Das ist ein guter Deal. Ich bin satt, also von daher alles gut. So. Mal hoch, ne? Schade um die Kisten. Ja. Aber ich bin ja eh voll mit Platin und was weiß ich, ey. Nicht wundern, ich war in dir. Ja, ja, ich hab's schon gesehen, weil du auf einmal über mir warst. Ach, jetzt gehe ich hier nicht rein. Nee, danke. Nein, hänge mit meinem Kopf an deinem Arsch. Nee, jetzt bin ich wieder in dir. Das ist eklig. Wie außer Puste. Na, siehst du, hier waren wir aber auch schon mal. Hier ist nämlich ein Lagerfeuer. Ah ja, das... Hier sind wir nicht weitergekommen. Kann sein, dass es das Problem war? Doch, wir waren hier oben. Ja, wir waren auf jeden Fall hier oben, weil hier ist ja ein Lagerfeuer. Nein, wir waren da auch drüber. Da sind wir rübergehüpft irgendwie, ne? Ja, und da war nichts. Da waren wir doch. Scheiße. Wo müssen wir auf der Karte was? Müssen wir doch unten weiter. Ah! Ich trage noch das Sauerstoff. Ich glaube, wenn du nicht im Wasser bist, ist es ja nicht schlimm, aber ich ziehe es immer aus. Ja, ich zieh's auch gleich aus. Einfach hier den Dings rüber und dann kann ich den aufmachen und wieder bei anderen Zeichen. Ja, ist clever. Ach, der trägt ihn auch automatisch. Und der zieht ihn automatisch an. Voll eine Armband und Stock. Aber jetzt ist mir drüben gleich kalt. Ja, mir auch. Man sollte ja meinen, dass durch die körperliche Betätigung wie ein Seil hochklettern einem wieder warm wird, aber ich mache oben gleich ein neues Feuer. Oder reicht einfach ein T-Shirt zu wechseln? Hatten wir hier oben nicht irgendwo einen... Ah, es war, glaube ich, kein Dauerlagerfeuer.
Nee, mir ist kalt. Oh, doch, hier haben wir noch ein Lagerfeuer. Perfekt. Mach mal an. Ich erfriere. Jetzt den ganzen Weg zurückladen. Und Scheiß. Bist du wieder aufgewärmt? Ja. Hier rechts müssen wir. Ach, rechts kann man nach da oben. Nee, brauchen wir nicht. Okay. Genau, Tetherwand, wir hatten das schon erledigt. Das war links, aber. Das ist einfach nur, weil ich es kann. Okay. Ja, geh mal vor. Achtung, gleich kommt mir Fledermaus. Nee, wir sind ja nicht am Ausgang. Achso. Aha, das war der Typ, der runtergefallen ist. Oder sich einfach schlafen gelegt hat in einer kalten Höhle. Ach, als wir draußen waren, hätten wir für dich mal Pfeile machen können. Ich habe mir Pfeile gemacht. Achso, das ist alles gut. Ich habe wieder 15 Stück. Ich habe nämlich genügend Stöcker und Federn dabei gehabt. Ja, stimmt. Warte mal, Stöcker und Pfeile. Mach auch mal welche. Also, ich habe jetzt wieder ordentlich Pfeile. Ich habe nämlich einige Pfeile gemacht. Nee, ich kann keine mehr nehmen. Kann ich noch Wolli machen? Nee, kann ich auch nicht mehr machen. Doch von da hochgegangen. Okay, dann geht's nicht nur mir so, ne? Ja, hier war der Wasserfall. Sind doch von da irgendwo gekommen? Ja, wir sind hier irgendwo hochgeklettert. Hä? Ah, ich sehe nichts. Ah, ich hab. Ja, hier war es eine Felsspalte. Ah. Die sieht man kaum. Ah, okay. Wollte doch sagen, ey, wir sind doch da lang gegangen. Die Felsspalte habe ich aber gerade nicht gesehen. Ich bin einfach nur gegen die Wand gelaufen. Weil ich gerade. Die Idee hatte, wir hatten ja irgendwo einen Felsen weggesprengt mit C4 und dachte mir, vielleicht
ist der Felsen auf der anderen Seite noch sichtbar gewesen. Obwohl wir ihn weggesprengt haben, aber einfach die Spalte nicht gesehen. Genau, jetzt irgendwie rechts halten, ne? Genau. Na, geh weiter. Ich glaube, es ist irgendwo im großen Raum da. Ich bitte. Ah, hier scheinen wir noch nicht gewesen zu sein. Oder ist einfach wieder zu. So. Ach, hier waren wir auch. Oh. Ja, hier waren wir. Du bist gleich in die eine rechts nicht gegangen. Hier liegt noch ein Bild oder ein Kruzifix. Okay, vielleicht waren wir doch nicht hier. Kruzifix. Das ist aber der Durchgang, zu dem wir hin wollten. Jetzt rechts, ne? Hier ein paar Zähne, Finger. Sehr schön. So, jetzt kommen wir endlich mal wieder in Gebiete, die nicht erforscht sind und glaube ich eher nach rechts dann. Also eher rechts halten. Erstmal geradeaus, hier liegt was. Was sind einfach ein paar Gesichter? Ich glaube, das sind Köpfe. Ja, Köpfe mit Gesichtern. Hey. Es ist dunkel. Das haben Höhlen so an sich. Was? Oh ja, hier ist wieder eine Zeichnung. An einem großen Loch und ein Kruzifix. Ah, das Kruzifix habe ich ja. Dynamit, hier liegt eine Dynamitstange. Juhu! Warum liegt hier nur eine? Hast du auch eine? Wahrscheinlich kann man das hier wegsprengen, oder? Ah, hier ist auf jeden Fall eine Spalte. Ja. Und hier ist mehr Dynamit. Ja! Warte mal, Punkt. Geh nochmal auf die Karte. Oder ich gehe nochmal auf die Karte. Ah, weiß, wo wir sind. Okay. Oh, wir kommen im Loch raus. Jo. Ich glaube, es ist auch nur ein Aussichtspunkt, ne? Ja. Könnte es auch da runterspringen? Ich kann es auch sein lassen. Ich kann dich auch runterschubsen. Hey! Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal Dynamit. Du kriegst die Kiste da? Nee. Okay, Deko-Kiste. Boah. Das Geruckel. Fick dich. Und da liegt die Dynamit, aber ich bin voll mit Dynamit. Ja, ich auch. Oh, mal kurz. Trotzdem keinen Katana gefunden. Sind noch nicht durch. Hier nach rechts. Okay. Ah, fuck. Oh, Tennisball. Cool. Wollte ich schon immer mal haben. Ich sehe keine Medizin.
schön eng hier. Ja, jetzt besser. Ich musste gerade wirklich ein bisschen gehen. Ja, ich auch. Fledermäuse. Kannst du sprechen? Oh ja, ich gucke mir gleich das Notizbuch an. Ja, das habe ich schon gemacht, weil mich so genervt hat. Oh, es guckt mir irgendwas an. Tolle Notiz, ist der Hammer. Danke. So, da, da trinke ich doch gleich mal. Da was zu essen? Ich habe Hunger. Nee, essen nicht, nur Soda. Ah, Geldscheine. Ich liebe es, wenn man die Typen ein bisschen lediert und dann kriegt man was, kriegt man als Belohnung Geld. Hier geht's auch weiter. Ja, nach links müssen wir aber nicht, wir müssen nach rechts. Okay. Geht noch mehr. Oh, Stecke, praktisch. Hier, Timmy war hier. Ja, mir sind die ganzen Köpfe im Weg. Timmy. Ich finde dich irgendwann nicht. Oh. Ah, hier geht's wieder raus. Hm. War das so gewollt? Ich glaube, wir haben die. Wir haben, glaube ich, die Höhle. Tatsache, dann sind wir durch die Höhle durch. Und war die eine Höhle, wo wir. Aber ist bei. Wo Dead Cave steht, konnte man da nicht auch noch irgendwo lang gehen? Oder nee, nee, das war auch ein Ausgang, oder? Nee, Dead Cave war ja da der Aussichtspunkt in dem Loch. Ja. Hm. Aber da oben links die Höhle. Die, wo wir als zweites in der letzten Folge drin waren. Die ist komplett nicht eingezeichnet. Ja, jetzt weiß ich auch gerade genau, welche Höhle es war. Egal. Oh, Fledermäuse, Überraschung. Oh, hier sind ein paar Kisten. Ja. Gut, dann gehen wir wieder nach Hause. Ja, und dann gehen wir nächstes Mal nochmal in die andere Höhle, würde ich sagen. Ja, aber erstmal wieder mit Essen auffüllen, vielleicht ein bisschen jagen oder so. Zum Beispiel hier diese Echse, die hier so blöd rumsaß. Ja, nimm alles mit, was es gibt hier. Was dir der Wald gibt, nimm. Ah, Kannibale oben links, der kommt zu dir. Oh ne, er kommt zu mir. Ne, es sind mehrere. Einer ist bei mir. Oh, der hat ja. Wollte ich gerade sagen, ich habe hier auch so einen Leatherface-Typen. Boah. Ist tot. Dafür kriegen wir zu Hause Besuch. Ich brauche echt wieder eine Knochenrüstung. Ja, aber ich glaube, Knochen haben wir auch noch eine ganze Menge da. Ja. Aber hast schon recht, es wäre schon gut, wieder ein paar Kannibalen aufs Feuer zu tun. Genau, jetzt haben wir schon ein paar Folgen nicht mehr gemacht. Zwei. Echt? Okay. Kaninchen! Weißt du? Ach, sind wir schon zu Hause? Wie schießt? Kommt her, Fischis. Auf, dass ihr mich nicht verhöhnt. Haha! Haha! Hey! Oh, ich kann nicht mehr Fisch tragen. Haha! So ein Kack. So eine Kackfischis. Ach, ich nehme die Abkürzung. Den See.
Ich habe keine Lust, außen rumzulaufen. Immer schön Federn sammeln. Jo. Geh auf die Tür. Oh, Holz. Ich wollte nochmal ein Katapult bauen. Ich hab einen Vogel gekillt. Ich hab einen Vogel gekillt. Cool. Den hau ich mir aufs Feuer. Hier liegt noch ein Stämmchen. Willst du das Katapult hinsetzen? Neben dem Haus. Ich wollte auf die Nachbarn schießen. Gucken, ob es geht. Ich hab's noch nie gebaut. Na, dann wird's Zeit. Ich habe auch so die vage Vermutung, dass sich das Spiel, wenn wir quasi so für uns durch sind, nie wieder anfasse. Hm. Weil wenn alles gut geht und die Leute, die das Spiel Teil 2 entwickeln, auch in Corona-Zeiten das gut entwickeln können, könnte man ja vielleicht jetzt ja das Teil 2 spielen. Weil viele Spiele wurden ja schon verschoben wegen fucking Corona. Kacke. Ah, wer packt denn hier einen Stein in hier? Spaß. Denk dran, du hast eine Kettensäge zum Bäume fällen. Ja, wir haben aber was ganz anderes. Was haben wir denn noch anderes? In den Kommentaren haben die netten Leute immer geschrieben, man kann ja auch mit Bäume fällen mit Dynamit. Willst du das jetzt ausprobieren? Habe ich noch nie gemacht. Na dann. Ist ein Dynamit? Feuer frei. Ey, wo ist mein Dynamit? Ach, da unten links sind sie. Was, nur 5? Achtung, Achtung. Hä? Du musst länger E drücken. Nein! Oh, jetzt hast du sie einfach weggeworfen. Wo ist er? Oh nein, ich hab sie weggeworfen. Okay. Soll ich machen? Nein, ich mach. E-L-L-L-L. Nein. Toll. Doch. Achtung. Ich habe L gedrückt gehalten. Er hat sie bei mir weggeworfen. Egal. Aha, das geht. Herrlich. Hätten mal mehr Bäume sein können. Das müssen wir, glaube ich, einfach irgendwo machen, wo mehr Bäume stehen. Ja, eng sind sie hier eigentlich. Du hast einfach nur linke Maustaste gedrückt gehalten, ja? Nein, L. Ja, ich dachte, L steht für linke Maustaste. Oh. Nein, L wie der Buchstabe L. Ja, gut. Ich dachte, L steht wegen Feuer anmachen, aber egal. Ja. Gut, hat sich das geklärt. 2 Stangen weggeworfen. Dass die auch nicht liegen bleiben. Jetzt müssen wir eigentlich nochmal in die Höhle rein. Aber ruhig mal beide Wagen voll machen, weil. Ja, auf jeden Fall. Wir werden immer mal einen Wiederbau brauchen. Das Katapult braucht ja auch nochmal 12 Holz oder so. Also, mir wird gesagt, dass 11 Baumstämme. Ja, das ist ja nur die Plattform. Ja. Also ich will das nochmal mit der Explosionsboden. Mehr Bäume. So, hier sieht das doch schön dicht bewachsen aus. Denk daran, vorher zu rufen, Baumfeld oder Timber. Timber! Oh,
ich habe eine Errungenschaft bekommen. Ich auch. Demolition Expert. Und ich habe einen scheiß Möwe. Ich bin die Kackmöwe. Eins. Oh, tschüss, Kackmöwe. Okay, also jetzt möchte ich definitiv mehr Dynamit haben, um so den Wald zu roden. Ja, ich glaube, bei irgendeinem Camp gab es auch, glaube ich, eine Kiste Dynamit immer so, ohne dass man in die Höhle rauchen musste. Oder wir müssen halt einfach uns den Ausgang, wo wir rausgekommen sind, merken. Weil ich weiß damals, ich habe da nie wieder hingefunden. Ja, es war der Ausgang zum Loch. Wenn man nur 5 Stangen mitnehmen kann, ich habe jetzt 3 verpulvert oder 2? Ich hab 2 verpulvert. Das ist zu wenig bei 5. Ich müsste mehr mitnehmen dürfen. Ein ganz schönes Gehopse hier. Jo. In echt würde ich hier nicht rüberkommen. In echt würde ich keine 2 Baumstämme auf der Schulter tragen können. Das stimmt auch. Ich glaube, in echt würde ich noch nicht mal einen dieser verfickten Baumstämme so tragen können, so locker flockig. Hier, bau mal Katapult drauf, bitte. Jo, nächste Seite. Nächste. Da. Genau, mit dem Ding zum Camp. Wir wollen das Camp beschießen. Nicht unser Camp? Ja, das glitscht hier so ein bisschen komisch hin und her. So. So sieht das, glaube ich, gut aus. Vier Baumstämme nur. Also für jeden von uns eine Ladung. So, ich gehe mal rüber und du feuerst, okay? Dann ja. guck ich nämlich genau, wie weit. Wie muss ich denn da was laden? Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir vorstellen, große Steine oder so? Ja, oder vielleicht schießt du dich auch selber rüber. Das wäre natürlich auch cool. Mist! Was, ein Kannibale? Nein, Kaninchen. So, okay. Ich würde behaupten, da muss ein Stein rein. Würde ich auch behaupten. Kann dann runterziehen. Ah, Stein. Ah. Oh nein, die nehme ich nicht. Die nehme ich lieber, bitte. Kann ich das wieder nehmen? Wir können die Mollys werfen. Alter Schwede. Ja, man kann unten Steine reinpacken. Dann nimmt man das dann. Oh, lädt sich das automatisch. Achtung. Ziele. Okay, ich habe losgelassen. Haha. Achtung, Steine. Ui, komm an. Geil. Kann die leider nicht mehr aufsammeln, aber sie kommen bis zu dem, ja, die sind jetzt ins Wasser gefallen. Oh, die sind cool. Wir bauen noch einen Katapult. Auf andere, oh, da ist noch ein anderer großer Stein. Auf der anderen Seite. Nee, hier, wir bauen... Können wir das nicht hier auf der Mauer bauen? Hier auf dem... Dann schmeißen wir nachts mit dem Katapult. Das ist auch... Das ist eine geile Idee. Ich weiß nicht, ob das so effektiv dann ist, aber... Das ist mir Wumpe. Ich finde, das macht Spaß, wenn ich baue mal hier einfach Plattform an der Mauer lang. Und... Ey, jetzt hätte ich mal Feuer bauen sollen. Das ist ja voll lustig. Hier oben ist... Geil hin.
Ist immer so schräg, warum das nicht richtig? Mach das doch mal richtig. Na gut, fuck you. Runter. Wir bauen jetzt hier irgendwo eine Plattform. Ich bin durchs Feuer gelaufen. Ups. Warte, dann gucke ich mal, dass ich hier eine kleine Plattform mal hinsetze. Ja, mach ruhig. Ja, eine Plattform, genau. Wo man hochkrabbeln muss. Genau. Genau, wir bauen zwei. Wir machen die, das wird geil. Du baust da eine Plattform, ich baue hier eine Plattform. Fundament oder Plattform? Ich habe im Wasser eine Plattform gebaut. Aber wo ist denn das Ding hier? Plattform. Da kann man ja ein bisschen hochgehen. Vielleicht nicht zu nah an der Mauer, oder? Ja, ich glaube, das war auch gerade zu nah hier. Ich versuch's einfach mal. Zack. Frage ist, wie komme ich da hoch? Leiter. Kann man eine nachträglich bauen? Oh, da oben macht man dann eine Seilrutsche. Dann kann man runterrutschen. Nee, es gab doch generell, gab's nicht ein Seil? Ja, das hast du doch oben bei der Plattform sogar angebracht. Ja, das war beim Baumhaus automatisch dabei. Kletterseil. Ach so. Kann man wohl nachträglich setzen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Chapeau. Dann ist doch was mit dem. Der hilft nichts, ne? Dann müssen wir nochmal los, du. Ja, aber ich habe ja erst ganz viele Bäume in die Luft gesprengt. Praktisch. Hm. Schnell, bevor die Sonne untergeht. Oh ja. Das ärgert mich, dass ich das früher nicht getestet habe. Das hat voll Spaß gemacht. Wenn die kann... Ja, ich freue mich auch schon drauf. Da müssen wir kräftig viele Steine sammeln. Richtig schön voll machen. Und wenn sie dann angreifen, dann schön mit Steinen schmeißen, die Schweine. Ah, hier die ganzen Baumstümpfe hier. Schweine, geht weg hier. Oh, das sieht schön aus. Oh, das ist ja Weihnachten. Ja, eine Dynamitstange. Die war gut. Ja, ich habe sie auch mitten im Wald gezündet. Oh, Kannibale. Ja. So ein Birkenkannibale. Jo, hinter uns. Zwei mit Licht. Auch einer. Moment. Drei. Alter, jetzt übertreibt ihr aber, Jungs. Ey. Rückzug. Ey, du. Stalker. Ich glaube, es sind sogar fünf. Ich gehe einfach nach Hause. Ja, ja, ich folge dir. Aua. Perfekt. Hallo, komm doch. Komm her. So, dann und weißt du was? Du kommst direkt aufs Feuer. Genau. Pack den mal auf Feuer, dann kann ich gleich wieder scharf machen. Die Falle. Nicht, was ihr wieder denkt, ihr Schweine. Wo ist denn der Rest? Die Feiglinge. Aber ich würde doch sagen, dass wir dann die Folge beenden. Och mal. Okay. Ich dachte, es kommen die Kannibalen. Ja, das habe ich auch gedacht, dass wir jetzt hier nochmal schön Kannibalen schlachten können, so am Ende des Tages. So eine Spielverderbe. Ja, echt. Ey. Ich sammle aber noch mal die Seile ein hier. Ja, ich sammle die Knochen. Kann ich nicht, okay. Ja, dann geht's nächstes Mal weiter. Ich habe da echt Bock drauf. Ja. Ich hoffe, das bringt echt was. Am besten geil wäre es, wenn man so eine runde Plattform bauen könnte. Da
damit man sich mehr drehen kann, weil der hat nur so eine bestimmte Richtung. So 45 Grad Winkel, den er schießen kann und sich bewegen kann. Und gerade jetzt bei denen, die ich baue, wäre so 180 Grad oder 360 einfach geil. Ah, da hat noch jemand gerufen. Hallo? Ja. Wollt ihr uns noch mal besuchen? Komm. Heute würden wir uns über Besuch freuen. Hallo? Bitte, bitte, Kannibalen. Oh. Heinrich ist in Schlachterlaune. Warte mal, kann ich, wenn ich Kassette abspiele... Hörst du das? Nein. Schade. Das lenkt mich also nur ab. Ich dachte, ich mach... Was kann man mit Kassette abspielen? Ich kann hier nur auf die Kassette gehen. Brauchst du doch mehrere Kassetten. Ja, kann ich kombinieren. Oh, und dann nimmst du, rüstest du das aus? Kassettenspieler. Den hast du gar nicht mitgenommen. Offensichtlich nicht. Also ich habe zwei Kassetten. Ich habe einmal The Slaps, No Conscience. Die höre ich gerade, glaube ich. Und Kassette 5 habe ich. Na gut. Okay, ihr Lieben. War mal wieder nett, auch wenn nicht was mehr rausgekommen ist, was wir eigentlich gemacht haben. Nee, und keine Katana haben und keine Idioten vorbeikommen. Ja, also planmäßig. Also entweder geht's nächste Runde in die andere Runde. Wir machen hier erstmal Katapult-Action. Sagt uns doch einfach, was ihr lieber sehen wollt. Wollt ihr uns noch mal durch die Höhlen geistern sehen oder wollt ihr lieber sehen, wie wir Katapulte bauen? Was gefällt euch lieber? Fuck you. Worauf habt ihr Bock? Scheiß Echse. Ansonsten, wie immer, bleibt bitte auf jeden Fall gesund und out. Und, bis zum nächsten Mal. Genau, und liken, kommentieren, etc. bla bla. Und schaut doch auch mal bei Phasmophobia rein. Hi, hier, yeah, hey. Genau, also. Ja, bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao.